Und ich bin wieder da mit Mad Max Fury Road, von dem ich im Vorfeld wahnsinnig viel Kritikerlob gehört habe. Das war unfassbar. Was mich so ein klein bisschen gewundert hat, aber ich dachte, na gut, muss wohl so sein, dass er dann tatsächlich so gut ist. Und ich kenne die Mad Max Filme, bin ich nicht ganz so mit vertraut. Ich habe Teile des ersten Teils gesehen, ein bisschen was vom zweiten und eigentlich gar nichts vom dritten. Aber ich habe mir im Vorfeld sagen lassen, dass man diesen Film super gucken kann, ohne die anderen Filme gesehen zu haben. Also habe ich das dementsprechend gemacht, weil ich dachte, bei all diesem Kritikerlob und Schauspielern da drin, die ich ja auch mag und so weiter, da muss ich einfach reingehen. Und ich bin ja, als es schon 6 Wochen lief, bin ich reingegangen, ist auch schon ein paar Wochen her. Uff, dieser Film ist scheiße, 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 scheiße geil. Anderes Wort gibt's dafür nicht. So verschissen geil. Das ist so ein durchgeknalltes Actionfeuerwerk mit so, ich würde sagen, 1 Stunde und 45 Minuten Action und ungefähr 20 Minuten Dialog. Das kommt hin. Der Film ist der pure Wahnsinn. Als so nach den ersten 30 Minuten ungefähr ist so die erste große Action-Szene vorbei und dann gibt es so einen Ruhepunkt, den man absolut verdient. Aber ich habe gemerkt, mein Herz hat geklopft und ich hatte Schnappatmung. Ich war sowas von so drin im Film. Tierisch. Dieser Film ist so gut darin, nicht so viel zu erklären, sondern einfach die Bilder sprechen zu lassen. Man weiß innerhalb der ersten paar Minuten, wie diese Welt funktioniert, wie diese Gesellschaft funktioniert, die dieser Evil Overlord dort betreibt. Man erfährt so nach und nach in der Handlung, worum es geht und man versteht es auch relativ schnell. Die Charaktere sind alle wirklich gut, die Schauspieler machen da alle einen tierisch guten Job. Es ist ein wahnsinnig, auf eine richtig tolle Art feministischer Film, denn so nach und nach stellt sich heraus, eigentlich sind die Frauenfiguren die eigentlichen Hauptfiguren und Max ist eher so der Beobachter. Und er hat nur wenige Zeilen Dialog, ist aber immer aktiv, tut immer was, ist viel dabei. Aber an sich sind die eigentlichen Hauptfiguren Charlize Theron und die Frauen, die sie beschützt. Die Handlung zu beschreiben ist an sich total überflüssig, denn es gibt... ist extrem dünn. Die Handlung ist sowas von dünn, aber auf genau die richtige Art und Weise präsentiert. Und die Handlung will auch nicht mehr als das erzählen. Ganz simple Verfolgung. Im Prinzip ist der ganze Film eine Verfolgungsjagd. Und es ist so gut präsentiert. Es wird nie langweilig. Niemals. Halt bei sowas wie Transformers 3 oder sogar bei der Hobbit 3, wo ich zwischendurch wirklich gar keinen Bock mehr hatte auf das ganze Geschlachte. Hier niemals. So viel Variation ist drin. So viele tolle Visuals. Da George Miller... ich kapiere diesen Regisseur nicht. Der macht diese Mad Max Filme und dann inszeniert er den zweiten Schweinchen Babe. Ich kann mit dem Babe-Film übrigens nichts anfangen. Und dann macht er die Happy Feet Filme und ich denke mir so, was ist das für ein Regisseur? Und dann macht er das hier wieder, dieses durchgeknallte Teil, das er ja schon ungefähr seit 20 Jahren entwickelt. Das war in der Produktionshölle für ungefähr 10 Jahre. Und dann haben sie es mehrere Jahre lang in der Wüste gedreht. Meine Güte! Dieser Film zeigt, wie man das richtig macht mit visuellen Effekten und praktischen Effekten. Es ist so ein toller Ausgleich. Echte Autos, die ineinander rammen, echte Stuntmen, die da auf den Wüstenboden knallen. Wahnsinnige Stunts. Unglaublich. Die Kostüme, die Designs der Autos, die Sets, die Effekte, wenn im Hintergrund irgendein Sturm ist oder ein Gewitter. Unglaublich. Also, und die Farben, knallbunt und es, die Farben brechen einem nur so entgegen. Wahnsinn. Das 3D war auch relativ gut. Es gibt nur so ein, zwei wirklich mega 3D-Shots. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr knackig. Es ist eine tolle Tiefe und all das. Das Schauspiel ist wahnsinnig solide. Man versteht diese Figuren, ohne dass man viel von ihnen weiß, ohne dass sie viel preisgeben müssen durch viele Worte. Es ist toll, wie diese Geschichte visuell präsentiert ist. Und so viele kleine Sachen am Rand, die so viel Tiefe dieser Welt hinzufügen, wenn man nur eine Einstellung hat von irgendeinem Sumpfgebiet, wo so ein paar merkwürdige Menschen rumlaufen auf Stöckern, wo man so denkt, hey, so tolles Detail einfach nur. Und man muss nicht viel darüber wissen, einfach nur, sowas existiert auch in dieser Welt. Cool. Ah! Ich will ihn wirklich nicht so sehr in den Himmel loben, wie es alle anderen tun, aber an sich verdient es dieser Film auch wirklich. Der Film so durchgeknallt, so rasant, so brutal, ehrlich brutal. Die Musik ist wahnsinnig treibend. Das ist wirklich eine wahnsinnige, bombastische Punk-Rock-Action-Oper.
opernhaft ist das geradezu, wie das inszeniert ist. Der Wahnsinn. Kameraarbeit, Musik, Effekte, Regie, Schauspieler, das stimmt wirklich alles. Jetzt, wo ich wieder so diesen Film rekapituliere, ein paar Wochen, nachdem ich ihn gesehen habe, fällt mir wieder auf, wie sehr der mich mitgerissen hat. Ich kann nicht mehr sagen als absolute Empfehlung. Denn das war wirklich, ich wollte zwischendurch manchmal aufstehen und applaudieren. So geil war das. Besser kann man es gar nicht beschreiben als mega scheiße geil. Das ist so, ja, das ist einer von diesen Filmen, die zeigen es mal modernen Blockbustern, wie man sowas macht, den richtigen Ausgleich zwischen visuellen Effekten und praktischen Effekten und wie man auch visuell die Geschichte erzählt. Wirklich, wirklich cool. Und auch wie man Jumpscares gut einsetzt. Top. Gibt so ein paar kleine Jumpscares hier unter eingestreut, die haben was mit Halluzinationen zu tun. Die haben mich wirklich gekriegt und die waren toll eingesetzt, ohne dass es irgendwie nervig war. Alles passt so gut daran. Das Make-up, diese Figuren, die da rumlaufen. Man versteht es einfach. Nicholas Hoult in einer Rolle, die ich ihm niemals zugetraut hätte. Wahnsinn. Er ist auch eine tolle Figur, die im Prinzip so die Show stiehlt. Ich kann mich nur den allen anderen Kritikern anschließen. Wahnsinnig toll. Wirklich cool. Wenn ihr noch eine Chance habt, den in 3D zu sehen im Kino, dann unbedingt. Wenn ihr ihn dann erst auf DVD sehen könnt, dann sorgt dafür, dass es möglichst auf einem großen Fernseher ist. Mit Lautstärke voll aufgedreht, denn dann entfaltet er seine volle Wirkung. Die Action drückt einen in den Sitz. Und man kommt kaum zu Atem. Wirklich, wirklich cool. Puh, ich bin schon ganz gespannt, ob es mit der Reihe auch irgendwie weitergeht. Aber George Miller, der Typ hat's gekillt. Wow. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja, der nächste Film wird wahrscheinlich Terminator Genisys sein, keine Ahnung. Vielleicht auch ein anderer. Ich lasse mich überraschen. Das war meine Review dazu. Top-Empfehlung. Wahnsinn. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann.